Servus Leute, da mir viel geschrieben haben, erklär doch mal, was du die Woche gemacht hast. Mach ich das jetzt einfach mal. Und zwar sah es so aus, dass wir Montag angefangen haben, ganz locker erstmal auf die Schusstechnik zu achten, ganz locker zu schießen. Da kam der Einkerzen gerade von der Mitte aus, vom 16er, haben kurzen Übersteiger gemacht, eine kurze Finte und haben dann direkt geschossen. Oh nee. Dienstag haben wir uns überlegt, okay, wir kommen von den Seiten, wir kommen vom Flügel, sind da reingezogen wie Robben, wie man es halt von Robben kennt, aber haben auch verstärkten Fokus darauf gesetzt, vom kurzen Winkel aus aufs Tor zu schießen. Sprich, dass wenn wir von links kommen, dass wir auch wirklich links vorbeigehen und dann versuchen mit dem linken Fuß ins Eck zu schießen. Mittwoch haben wir dann wirklich verstärkt diesen Robben gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir ziehen wirklich in die Mitte und drehen dann direkt rein. Und jetzt Donnerstag haben wir natürlich überlegt, okay, wir bringen Flanken rein. Also heute ist Flanke, hat Flanken höchste Priorität. Das heißt also, dass wir kurze Spielsimulation einfach halt darstellen. Und zwar gehen wir auf die eine Stange, tricksen die Stange aus, passen nach außen, außen nehmen den Ball mit dem perfekten Kontakt nach vorne, wenn es sein muss, noch einen Kontakt und danach kommt so eine kurze Flanke oder auch eine hohe Flanke und der Spieler, der den Pass nach außen gespielt hat, zieht dann in die Mitte und versucht dann direkt den Ball zu verarbeiten. Also da wird nicht mehr angenommen, sondern mutig direkt aufs Tor geschossen. Zeit! Ja! Mach doch! Ja! Zeit! Gut, nach Kontakt! Ja, mach doch, der war hier! Gut! Nein! Ja! Zeit! Ja, mach doch, der war gut! Die 5-Tage-Challenge beenden wir heute mit Distanzschüssen. Sei es von der Mitte oder auch von außen. Voll bei der Mutti. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass die Challenge auf jeden Fall gelungen ist. Wir hatten uns vorgenommen, 5 Tage lang Torschuss zu üben, sei es mit verschiedenen Techniken, sei es Flanken, sei es spitzer Winkel oder auch Kerzen gerade von der Mitte. Und klar gab es Tage, wo wir nicht so ganz motiviert waren, also wo ich nicht so ganz motiviert war. Aber ich muss sagen, dass es mir sehr gut getan hat, mit Falco zusammen zu trainieren, dass er mich auf jeden Fall immer wieder gepusht hat und immer wieder motiviert hat, der kleine Junge. Und wenn euch noch mehr Themen interessieren, wo ihr sagt, komm, macht es auch mal 5-Tage-Challenge, zeigt uns da mal ein bisschen was, dann schreibt uns das einfach, schreibt mich direkt an und da freue ich mich auf jeden Fall. Let's go.